Seit dem Release 3, wir sind ja im Access Phone 12, Release 3, und sehen Sie das mit einem kleinen E dahinter? Ich weiß nicht, ob Sie das schon haben, wusste ich jetzt nicht. Macht nichts. Es gibt momentan das Release 3, das ist das aktuelle. Und seit diesem gibt es eben die Funktion, dass ich, wenn ich etwas selektiert habe, wie in diesem Fall jetzt einfach mal Rechteck aufgezogen, dass ich hier unten auch nur die selektierten Elemente darstelle. Und das ist eine ganz tolle Funktion für ja, schnell das Modell mal bearbeiten bzw. anschauen. Dann kann ich da eben exakt reinnehmen und ich kann das, das ist ganz einfach. Ich wähle etwas aus. Zum Beispiel hier diese beiden Bereiche und dann klicke ich diesen Schalter, nur die selektierten Elemente darstellen, gibt es auch schon die Kurztaste Ctrl F und es wird alles das gezeigt, was selektiert war. Jetzt da unten der sympathische Knopf, der heißt Volumenberechnung. Wenn ich da draufklicke, haben Sie per Knopfdruck, auch wenn Sie zwei Schichten drin haben, schön, ob man die Schichten aufteilt, wie viel Kubikmeter Material haben Sie da drauf. Sie können es gerne Auflagerungsfaktor geben, damit Sie wissen, wenn es im Lastwagen abtransportiert wird, muss der vielleicht noch 15% mehr Volumen transportieren, weil es auch nicht mehr kompakt ist. So dass Sie uns da super in Ausgabebilanz haben. Das Ganze ist auch prüffähig, das heisst, jede Fläche wird mit dem Flächenquadratmeter ausgewiesen. Am Schluss kommen Sie eine Liste über von jedem beteiligten Sohlenteil mit den entsprechenden Koordinaten in der Räumlichkeit, so dass man das auch wieder verhandelt und verzeichnet.